Warum wir Wertschätzung brauchen. Ein Zitat aus Wikipedia. Wertschätzung bezeichnet die positive Bewertung eines anderen Menschen. Sie gründet auf eine innere allgemeine Haltung anderen gegenüber. Wertschätzung betrifft einen Menschen als Ganzes, sein Wesen. Sie ist eher unabhängig von Taten oder Leistung, auch wenn solche die subjektive Einschätzung über eine Person und damit die Wertschätzung beeinflussen. Wertschätzung ist verbunden mit Respekt, Wohlwollen und drückt sich aus in Zugewandtheit, Interesse, Aufmerksamkeit, Freundlichkeit. Er erfreute sich allgemein hoher Wertschätzung, meint umgangssprachlich, er ist geachtet, respektiert. Es gibt eine Korrelation zwischen Wertschätzung und Selbstwert. Menschen mit hohem Selbstwert haben öfter eine wertschätzende Haltung anderen gegenüber, werden öfter von anderen wertgeschätzt. Wohingegen Personen zum aktiven Mobbing neigen, häufig ein eher geringeres Selbstvertrauen damit kompensieren. Empfangene und gegebene Wertschätzung vergrößern das Selbstwertgefühl sowohl beim Empfänger als auch beim Geber. Wertgeschätzte Personen sind, wenn sie ein offenes Wesen haben und kontaktfreudig sind, oft auch beliebt. Soweit Wikipedia dazu. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bis hierhin zu lesen. Das zeichnet dich als wertschätzende und interessierte Persönlichkeit aus. Und wie fühlt sich das an? Seltsam und dennoch gut, oder? Finde heute 3 Merkmale bei Menschen, die du wertschätzen kannst. Sei es die interessante Kette der Kassiererin oder der lustige Aufdruck auf der Cap des Teenies in der Bahn oder die frechen Gute-Laune-Socken der gestressten Mutter. Du brauchst es nicht einmal gut zu finden. Du benennst einfach, was es bei dir auslöst. Der Spruch auf deiner Cap lässt mich schmunzeln. Danke, dass du meinen Tag versüßt. Und das war's auch schon. Freundlich nicken und gehen. Genieße das erstaunte Gesicht des Gegenüber und deine eigene kleine Freude. Wenn alles in allem ist, hast du dir damit selber eine kleine Freude bereitet. Übst du dich täglich in Wertschätzung, hebst du deine eigene Stimmung und Ausstrahlung an und die vieler anderer gleich mit. Danke für deinen Beitrag, unserer Welt positive schöpferische Energien zukommen zu lassen und die Menschen wieder zu verbinden.